Hallo euch allen, da sind wir wieder bei Madden NFL 19, bei den Turkey Day Traditions. Innerhalb der Backyard Games haben wir die neunte Challenge auf dem Plan stehen. Get your dessert early. The first game of your Backyard Games is over and it's time to take on the Dads however you would like. Don't let the Dads blame it on the wind and come out. On the top, win the game. Also, wir sollen das Spiel gewinnen. Ist das jetzt ein ganzes Spiel? Ich bin mal gespannt. Das wird ja interessant. Ich habe keine Ahnung, wie gesagt, was uns da jetzt erwartet. Die waren hier jetzt relativ schwammig. Kann sein, dass es nur um, dass wir einen Rückstand aufholen müssen, dass wir nur noch so ein paar Minuten auf der Play Clock haben. Kann aber natürlich auch passieren, dass wir jetzt hier ein komplettes Game spielen müssen. Ich bin mal gespannt, das kann ich jetzt so noch nicht wirklich zuordnen, was da gleich passieren wird. Aber wir schauen mal. Erstmal, oh, Vorspann, ich denke, komplettes Spiel. Vorspann! Farbenfrohe Bilder. Da denken wir uns jetzt mal unseren Teil. So. Wollen wir mal sehen. Gehen wir erstmal kurz in die Einstellung und danach schauen wir uns mal die Konstellation an, die wir hier haben. Also wir haben 10 Minuten. Wir sind im vierten Quarter, also kein komplettes Spiel. Das vierte Quarter dauert 10 Minuten an. Beide Teams haben keine Auszeit mehr. Es steht 0 zu 0. Und wir sollen diese Challenge, dieses Spiel hier gewinnen. Wir starten in der Defense. Da blitzen wir doch erstmal. Overlord Blitz. Ich gehe wieder auf mein End. So, die Macht der Gewohnheit. Da steht normalerweise immer die Marcus Lawrence immer. Erster und 10 von der 35. Laufspiel. Der Running Back kaum zu tackeln. Da braucht es schon. Der vierte Spieler hat es dann geschafft. Zweiter Versuch und 12, aber direkt mal Tackle for Loss. Da können wir doch mitarbeiten. Wir bleiben am Blitzen. Free Fire. Bei der Körpergröße sage ich ganz ehrlich, da ist Angriff die beste Verteidigung. Zweiter und 12. Man in Motion. Lauf durch die Mitte, aber sofort gestoppt. Perfekt. Die sind klein, aber hart. Dritter Versuch und 10. Nur minimaler Raumgewinn. Jetzt kommen sie wieder zurück an die ursprüngliche Line of Scrimmage. Jetzt bekomme ich bestimmt keinen Pass, keinen Blitz mehr. So ist es. Dann nehmen wir die standardmäßige Cover 3. Versuchen also die First Down Linie. Das sieht man hier mit 4 Spielern abzudecken. Dritter und 10 von der 35. Oh, ich kam nicht durch, aber eine sensationelle, zumindest von der Optik her, Reception. Aber natürlich kein First Down, ganz im Gegenteil. Es hat sogar noch ein Yard Raumverlust gebracht. Der war also nicht sehr gut geworfen, sehr flach geworfen, der Ball. Schwierig für den Receiver, der da nie wirklich aussieht. Der Punt allerdings, der war gut. Oh, der geht noch nicht mal in die Endzone. Ist, glaube ich, an der 2-Yard-Linie. So ist es. An der 2-Yard-Linie starten wir also unseren ersten Drive. So, wir stellen den Ballcarrier wieder auf aggressiv. Ich muss ja immer noch Passing Yards machen für diese Stats, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Aber jetzt in dem Fall, ganz ehrlich, werde ich laufen, um mal hier auch Zeit von der Play Clock runterzunehmen. Und ich bin ja eh, was war das denn hier? Bin ich gegen eine unsichtbare Tackle-Wand gelaufen? Der hat mich doch gar nicht erwischt. Reicht ja schon, wenn ich angeatmet werde. Das ist ja mal, Leute. Wir nehmen mal eine andere Variante des Hardback Dives. Ich bekomme jetzt noch einen zusätzlichen Blocker in Form des Fullbacks. Mac Lovebat ist das hier mit dazu. Und schauen wir mal. Ja, da kann ich aber nicht hinterherlaufen. Jetzt haben wir einen dritten Versuch und 7 von der eigenen 4-Yard-Linie. Wir haben uns ein kleines bisschen Raum verschafft, aber natürlich viel, viel zu wenig. Ich nehme eine Variante der 4 Verticals. So. Porter ist hier mein Hauptziel. Ich werde aber versuchen, ehrlich gesagt, mit dem Ball zu laufen. Weil, wie gesagt, ich bin ja recht schnell. Oi, oi, oi.
Ich wollte mich gerade zu Boden werfen, aber wir haben, glaube ich, den Ball erobert. Vorteil, wir sind so klein, wir sind natürlich schneller unten. Das ist der Grund, warum ich mit dem Quarterback immer immer slide. Einfach, weil ich weiß, dass Quarterbacks sehr, sehr gerne fummeln. Wenn sie gesackt werden oder halt, wenn sie im Open Field getackelt werden. Blitz von der rechten Seite, also verlege ich meinen Lauf noch über auf die linke Seite. Ey! Der hat mich nicht getackelt, der hat auf mich getreten. 2011 von der 13-Yard-Linie. Wunderbar. Lauf über die Außen. Halfback-Toss. Das ist ja ein Spielzug, den ich immer sehr, sehr gerne mit meinem Running Back spiele. Man müsste mit Elliott, weil der sehr schnell ist. Das ist eine reine Speed-Geschichte hier. Und so ist es auch hier. Schöner Vorblock. Ja, da ist er weg. Das sieht komisch aus, wie er rennt. So ein bisschen, wie er jetzt aber reiten würde ohne Pferd. Aber der ist halt schnell. Und der ist in der Endzone. Und wir haben den Touchdown. Wir gehen also in Führung. Adam Monday. Guck mal, der Ball ist fast so groß wie sein kompletter Brustkörper. So, der PT. Ui, der ist ja süß. Und damit haben wir eine 7:0 Führung auf dem Scoreboard. 5 Minuten 46 noch zu spielen. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, wo wir sie kriegen können. Lauf über die Außen, da können wir unseren Speed ausspielen. Ja, mit Pässen ist das halt so eine Sache. Ich komme halt nicht über meine... über die eigene O-Line, geschweige denn über die D-Line rüber. So, der Return aufgenommen und wird zurückgetragen bis an die 22-Yard-Linie. Hier startet jetzt der nächste Drive. So, schauen wir mal, ob mein Coach weiter offensiv rangeht. Leider nicht. Ich hätte mir Blitze gewünscht. Dann nehmen wir aber eine Cover 4. Eigentlich nicht so gerne. Eine Cover 3. Auch hier wieder Verteidigung der First Down Linie ist hier das, was ich zulasse. Kürzere Yards lasse ich gerne zu. Aber halt. Oh, der ist gut. Ja, das. Wir sehen, da waren 4 Verteidiger drumherum. Wären meine Leute normal groß, wäre irgendeiner dazwischen gegangen, weil der Ball auch nicht gerade mit viel Druck geworfen war. Aber ich bin halt nur 70 cm hoch. Und das hat man halt meinen Defendern gerade deutlich angemerkt. So, wir bleiben in der Cover 3. Erster Versuch und 10. Kurz vor der Mittellinie an der 48-Yard-Linie. 5 Minuten gleich noch zu spielen. Auch hier wieder eine schnelle Completion, aber kein First Down. Der Ball ist jetzt über die Mittellinie, dürfte also 4 Yard Raumgewinn gemacht haben. Genau so ist es. Zweiter Versuch und 6. Jetzt an der 48. So, im Strategy-Bereich gibt es aber noch keine Blitze. Ich wechsle jetzt mal in die Cover 4. Mal zu schauen, um zumindest jetzt keine langen Raumgewinne zuzulassen. Zweiter Versuch und 6 von der 48. Chinslow geht in Motion. Oh, schnelle Completion. Oh, sehr schöner Spin-Move. Da war der Receiver im Aus. Gott sei Dank, weil sonst wäre da hinten nothing as green grass gewesen. Der wäre durch gewesen. Sehr, sehr guter Drive. Meiner Daddies. Erster Versuch und 10 an der 34. Wir haben noch 4 Minuten 23 zu spielen. Stark geht in Motion. Oh, Druck auf den Quarterback, aber na, das war ein Quarterback-Hurry. Er musste hier den Ball wegwerfen, das hat man deutlich gesehen. Der andere End hat ihn leider nicht zu Boden bringen können und er hat aber gemerkt, dann kommt noch einer von der anderen Seite. Das war meine Person dann. Und da hat er den Ball schnell weggeworfen. Zweiter Versuch und 10. Schneller Pass, schnelle Completion. Boah, schönes Tackling. Die Beine weggehauen. Genauso sollen wir gegen große Jungs spielen. Das heißt, wir haben einen dritten Versuch und 9. Ganz, ganz spannender Versuch. Sie sind in Field Goal Range. Deswegen bin ich mal gespannt, falls jetzt zu ihrem vierten Versuch hier kommt, wie der ausfällt. Aber erstmal müssen wir den Versuch hier. Boah, ja. Komplett durch, drüber und drunter, was Front und Feind angeht. Sie spielen den vierten Versuch aus. War zu erwarten, hätte ich auch gemacht. Vierter Versuch und 9.
ist noch nicht der entscheidende Spielzug, der jetzt hier stattfinden wird, aber schon einer, der ziemlich wichtig ist. Und überworfen. Da kegeln sie noch übereinander. Das heißt, Turnover on Downs. Wir bekommen den Ball an unserer eigenen 31-Yard-Linie. Und ganz ehrlich, jetzt ich laufe jetzt schon über die Außen. Aber wie schön, dass es. Seht ihr hier im Vergleich zur NFL, wie breit hier die Fläche ist zwischen den beiden Hashmarks. Das ist halt Highschool-College-Football, den wir hier haben. Wir laufen, aber wir laufen über die linke Seite. Da gibt er jetzt wieder gerade. Der ist wieder durch. Das ist eigentlich zu easy, weil wir laufen über die Außen. Aufgrund der Geschwindigkeit sind die Kleinen so schnell. Ich wollte jetzt eigentlich nur noch wirklich einen Deckel drauf machen. Und den haben wir jetzt, glaube ich, drauf gemacht. Jawohl, das spiked in dem Fall. Der sage und schreibe 5 cm nochmal hochgeflogen ist. So, noch der PET oben drauf. Und dann haben wir eine beruhigende. Eine wirklich beruhigende 14:0 Führung. 3 Minuten 26 noch zu spielen. Sie hat keine Auszeiten, bei beiden Teams nicht. Das bedeutet, das sieht alles sehr, sehr gut aus. So, Kick wird aufgenommen an der eigenen 3-Yard-Linie. Jetzt kommt der Return. Und der endet wieder an der 22. Der nächste Drive der großen alten Männer startet also von der 22-Yard-Linie. Wir bleiben in der Cover 3 in aller Ruhe. Man sieht schon, auch mein Coach gibt mir in dem Strategy-Bereich gar keine Blitze mehr als Vorschlag. Den Zettel hat er wieder irgendwo verlegt. Erster Versuch und 10. Ui! Damit habe ich aber mal gar nicht gerechnet, gebe ich offen und ehrlich zu. Riesenlücke. Großer Raumgewinn, schöner Spielzug. Damit haben sie mich überrascht, gebe ich offen und ehrlich zu. Wir wechseln mal rüber in der Cover 4. Mein Linebacker lasse ich jetzt wirklich konkret in der Mitte stehen. Nicht, dass sie auf die Idee kommen, jetzt hier durch die Mitte zu laufen wie die Wahnsinnigen. Vollständiger Pass über die Außen, aber Open Field Tackle, das heißt, die Zeit läuft weiter, bleibt nicht stehen. Die Zeit ist ja kein unerheblicher Faktor. Zweiter Versuch und 7. An der 40-Yard-Linie, aber nur noch 2 Minuten 15 gleich zu spielen. Die Zeit läuft weiter runter. Oh, da kommt der Quarterback nochmal raus. Da habe ich eigentlich gedacht, ich hätte ihn sacken können, aber dem war leider nicht so. Wir bleiben in der Cover 3 Match, bin ich komplett der Meinung meines Coaches, aber hier ist erstmal das 2-Minute Warning. So. Ja, wir nehmen Cover 4, ist in Ordnung. Ist in Ordnung, bin ich mit dabei. Wir führen mit 14 Punkten. Haben also ein Two-Score-Game. Das sieht schon gut aus. Jawohl, und wieder die Beine weggesenzt. Meine Güte. Auf die Gespräche am Essenstisch bin ich nachher mal gespannt. Erster Versuch und 10, wir blitzen. No huddle jetzt der alten Herren. Und direkt kommt hier einer der Linebacker durch. Schöner Blitz. Jetzt nehmen wir mal die Overload-Blitz-Variante. Zweiter Versuch und 17. Da kommt wieder einer durch. Schafft aber den Tackle nicht. Doch jetzt kriegen wir ihn. Zu dritt kriegen wir ihn hin. Meine drei kleinen Musketiere. Dritter Versuch und 27 von der 31-Yard-Linie. Jetzt müssen sie schon einen raushauen. Und wieder kommen sie von allen Seiten überworfen. Er hat halt keine Zeit zu werfen. So, das heißt, wir haben einen vierten Versuch und 27 Yards. Ich hätte gern geblitzt, ehrlich gesagt. Aber leider, mein Coach möchte es nicht. Das heißt, wir gehen in eine Cover-4-Defense hinein. Versuchen natürlich trotz alledem Druck auf dem Quarterback auszuüben. Schneller Pass. Schöne Reception, aber das war ein vierter Versuch. Und damit haben wir wieder ein Turnover on Downs an der 45-Yard-Linie. Ich glaube jetzt ein bisschen durch die Mitte. Wir brauchen jetzt nicht auf Teufel komm raus, das Scoreboard hier hochzutreiben.
Deswegen laufe ich über die Mitte. Da können sie mich jetzt gleich schön tackeln. Die Uhr läuft weiter. Und weiter und weiter. Halfback Blunt Dive. Ich weiß schon mal, kann ich den wechseln? Ja, laufen wir über die linke Seite. Da haben wir dann auch mehr Vorblocker. 2.007. Da war die Lücke zu und ich wollte nur nach außen abdrehen, aber das hat leider nicht geklappt. Dritter Versuch und 8. Jetzt laufe ich über die Außen, weil ein First Down möchte ich natürlich schon mindestens schaffen. Wir laufen über die linke Seite, aber ich vermute mal stark, dass das sogar mehr als ein First Down wird. Einfach aufgrund des Speeds. Ja, so ist es. Der kleine Mann gibt hier wieder Gas. Spin Move, oh, sehr schön. Ja, ich kann nichts dafür. Sie haben mich dazu gezwungen. Touchdown eines kleinen Rodeo-Reiters. Steht 20:0. Jetzt haben wir noch den PET, den wir noch einmal dazwischen dengeln. Jetzt steht es 21:0. Das wird für ganz miese Laune beim Truthahnessen nachher sorgen. So, der Kickoff. Das ist die Familie dort auf der Tribüne. So. Der Return aufgenommen, glaube ich, war in der 4-Yard-Linie, wenn ich es richtig gesehen habe. Wird zurückgetragen, diesmal nur bis an die 21-Yard-Linie. Jetzt wird natürlich, denke ich mal, unsere alten Herren noch versuchen, noch die Ehrenpunkte zu erzielen. Würde ich aber ehrlich gesagt nicht so gerne zulassen. Erster Versuch und 10 von der 21-Yard-Linie, noch 14 Sekunden auf der Playclock. Und ein Sack. Ja, wunderbar. Da konnte ich selber tätig werden. Mein zweiter Sack. Also mein zweiter persönlicher Sack. Eine Sekunde, 0 Sekunden. Spiel ist aus. Wir haben diese Challenge gewonnen. Eindeutig 21:0. Bis zum... Da ist irgendwas mit dem Hüftgelenk aber nicht in Ordnung. Das tut ja schon beim Zugucken weh. Bis zum nächsten Mal. Ciao.